Wo bin ich? Ich bin hier auf einer Insel gestrandet und da vorne ist ein Mutantenskelett. Ach du Heilige. Leute, wir müssen schnell in Sicherheit. Was ist das denn? Leute, ich glaube, wir müssen uns verteidigen gegen dieses Mutantenskelett. Es kommt uns sonst immer näher, Mann, und wird uns vernichten. Leute, wenn ihr Bock auf das Video habt und wir das Skelett besiegen sollen, lasst jetzt auf Ehren Like und ein Abo da. Und ansonsten, was ist hier in der Kiste drin? Was haben wir hier? Was? Pistole, Munition und ganz viele andere Sachen. Eine Rüstung haben wir auch. Eine Rüstung haben wir auch und... Wo ist das Skelett hin? Oh nein, Leute, das Skelett ist weg. Ich habe keine Ahnung, wo das hin ist, Mann. Aber ich glaube, das Skelett wird uns gleich immer näher kommen und versuchen, uns zu vernichten. Wir müssen uns jetzt schnell darauf vorbereiten. Hier gleich auf einen fetten Kampf gegen das Skelett. Meint ihr, wir schaffen es, mit solchen Pistolen oder so das Skelett zu vernichten? Wir haben auch hier noch ganz andere Dinge. Eine Workbench. Was ist das? Ich setze das jetzt mal hier hin und... Ich kann hier einfach so Waffen bauen. Schaut euch das mal an. So Granaten und sowas. Aufsätze, Maschinengewehre, Shotgun, Minigun. Oh mein Gott. Leute, wir müssen auf jeden Fall versuchen, bevor das Skelett wieder da ist, uns hier eine kleine Base aufzubauen, um uns hier auf jeden Fall gleich zu verteidigen. Ich würde sagen, wir schauen erstmal nach. Wir haben hier auf jeden Fall ganz viele Blöcke. Warum ist hier eigentlich Eisen? Ah, ich glaube, damit wir uns dann diese Waffen hier bauen können. Ich vermute einfach mal. Ansonsten, wir haben hier nicht so viel Sachen zur Verfügung, Leute. Noch solche Window-Barrikaden, Wooden Spikes, Holz, keine Ahnung warum, Fan, Granatenaufsätze, elektrische Zäune. Ich lasse es erstmal hier drin. Ich würde sagen, wir setzen jetzt erstmal hier unsere Rüstung auf. Eisenrüstung ist nicht das Beste, aber ist, denke ich, ein Anfang. Und ansonsten, ich probiere direkt mal die Pistole auf. Muss ich die nachladen? Ich glaube, die ist schon geladen. Kann ich damit jetzt schießen? Ich kann einfach schießen, Leute. Oh mein Gott, wir haben einfach eine Waffe, die werden wir auf jeden Fall auch brauchen, wenn das Skelett dann gleich wiederkommt. Hey Leute, wir dürfen nicht viel Zeit verlieren. Wir müssen uns jetzt hier eine kleine Base aufbauen. Ich würde sagen, wir haben ja ein bisschen Stein zur Verfügung. Wir müssen hier auf jeden Fall jetzt irgendwas Kleines aufbauen. Ich würde sagen, wir bauen uns hier jetzt so ein kleines Fundament erstmal auf. So einen kleinen Bunker, würde ich sagen, einfach. Der uns dann einfach schützt, wenn das Mutantenskelett wiederkommen sollte. Weil ich habe echt keine Ahnung, ob das Mutantenskelett krass ist. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ansonsten, hier ist auch irgendein Skelett, ey. Ich will es gar nicht anfassen. Ich würde sagen, wir bauen da einfach drum rum. Oh mein Gott, Leute, habt ihr das auch gehört? Ich glaube, das Skelett kommt immer näher. Das Mutantenskelett ist uns auf den Fersen, Leute. Okay, ich würde sagen, wir bauen jetzt hier unser Grundgerüst und ziehen jetzt hier erstmal eine kurze Mauer entlang. Weil wir müssen auf jeden Fall irgendeinen kleinen Bunker haben. Weil ich habe auch keine Ahnung, wie viel von diesen Skeletten dann gleich kommen werden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann vielleicht zwei oder drei auf einmal kommen. Weil ich sag euch ehrlich, diese Skelette sind nicht ohne. Ansonsten haben wir jetzt einen kleinen Bunker schon mal aufgebaut hier. Wir müssen gleich noch ein paar mehr Sachen finden. Vielleicht sind hier noch irgendwelche weiteren Truhen versteckt auf der Insel. Aber ansonsten nehme ich jetzt auch erstmal diese Wooden Spikes und platziere die erstmal hier vor der Base ein bisschen, damit wir hier quasi schon mal so eine kleine Barrikade hier erstmal schon mal aufbauen können, falls dann gleich das Skelett hier kommen sollte, dass wir schon mal hier ein bisschen unsere Base so einzäunen mäßig. Ich denke, das ist ganz wichtig auf jeden Fall, dass wir hier auf jeden Fall wichtig, dass wir uns hier so ein, ja, ich sag mal, wie so eine Art, ja, kleine Barrikade hier davor bauen. Ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig, weil ich habe keine Ahnung, wie stark das Skelett ist und da gehen wir lieber auf Nummer sicher und zäunen hier unsere Base so ein bisschen ein hier. Ich denke, das ist ganz gut, so wie wir es gemacht haben. Jetzt haben wir das schon so ein bisschen eingezäunt hier. Das heißt, weiter ran kann das Skelett auf jeden Fall erstmal nicht. Ansonsten würde ich sagen, müssen wir auch gleich noch ein bisschen höher bauen. Nehmen wir erstmal unser das Holz hier. Machen wir uns da jetzt erstmal hier eine Crafting Bench, weil ich brauche auf jeden Fall jetzt noch gleich ein paar Stufen hier. Stufen sind, denke ich, wichtiger für Starter. Dafür brauchen wir nicht ganz so viel auf einmal. Das heißt, ich ziehe jetzt hier gleich mäßig wie so ein Dach drüber. Ja, ich überlege jetzt gerade, wie machen wir das am besten? Ich glaube, wir machen am besten einfach genau. Und dann ziehen wir hier so ein Schießloch noch ran. Das ist hier, wo wir so durchschießen können. Ja, ich weiß ehrlich nicht. Und ich habe jetzt auch nicht mal eine Spitzhacke, um das hier wieder abzubauen. Ey, ich muss mal ganz schnell irgendwie Stein holen gehen und mir wenigstens eine Spitzhacke machen, Leute. So, ich habe jetzt eine Spitzhacke gemacht. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir erstmal ganz kurz den Bunker hier weiter. Ah, Leute, ich weiß, es ist nicht die beste Option hier. Ist nur ein kleines Steingebäude. Aber Hauptsache, wir sind hier dann erstmal ganz kurz sicher und haben schon mal so einen kleinen Schutz. Weil ich habe ehrlich keine Ahnung, wo sich das Skelett gerade aufhält. Und ich habe echt Angst, dass es gleich wiederkommt. Deswegen, so, ansonsten können wir hier nochmal jetzt eine Stufe höher machen. Dass wir hier ein bisschen mehr Platz noch haben. Ich hoffe, wir können uns gleich erstmal auf andere Dinge konzentrieren. Ich baue jetzt hier nur ganz kurz schon mal den Bunker kurz fertig. Das sollte für den Anfang auf jeden Fall ausreichen. Ich glaube, das Skelett kommt hier auf jeden Fall nicht durch. Also hoffe ich zumindest. Also ich denke, da haben wir schon mal einen ganz kleinen Unterstufe jetzt gebaut, der uns dann vor dem Skelett schützt. Hier überall noch ein bisschen zur Stütze. Ja, Leute, ist nicht das Beste, aber sollte ausreichen, um uns hier gegen das Skelett zu verteidigen. Ich mache jetzt
mir noch kurz noch eine Treppe einfach hier, zack. Also jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal einen relativ guten Schutz und können ja auch rausschießen. Ich denke, das sollte auf jeden Fall fürs Erste ausreichen, Leute. Wie gesagt, ist nicht die beste Option, aber wir kommen hier auch rein und raus, das ist wichtig. Und ansonsten, jetzt frage ich mich gerade, was haben wir hier jetzt noch? Wir haben jetzt hier noch elektrische Elektro-Eisenzäune, Barrikaden noch. Ich würde sagen, die machen wir mal hier noch ran auf jeden Fall. So, okay, jetzt brauchen wir noch kurz ein paar Stufen. Okay, das hier noch mal kurz ein bisschen, hier jetzt nochmal eine Stütze vielleicht bauen, die das Ganze ein bisschen stützt. Okay, Leute, fürs Erste sollte das, denke ich, ganz gut ausreichen. Ich hoffe das zumindest. Also wir haben hier auf jeden Fall jetzt schon mal, ja, das sehr gut verbarrikadiert. Ich würde sagen, wir placen jetzt hier auch nochmal Barrikaden hier überall hin. Das Ganze noch ein bisschen besser zu schützen, dass es auch wirklich alles schön safe ist hier. Genau, zack. Also ich denke, der Bunker sollte fürs Erste erstmal reichen auf jeden Fall. Ja, Leute. Gut, jetzt haben wir hier noch so Elektroeisenzäune. Die könnten wir eigentlich auch noch hinbauen. Also ich würde sagen, ich nehme jetzt mal den Elektroeisenzaun und ich würde sagen, wir machen den einfach mal vielleicht hier überall so hin, so ein bisschen hier so als Hindernis, dass das Skelett nicht einfach straight up durchrennen kann, sondern dass es quasi so ein bisschen um Ecken und Kanten laufen muss. Das ist praktisch, weil da können wir ein bisschen besser auch drauf schießen, weil da kann es nicht straight durchlaufen hier. Ich denke, das haben wir ganz gut gemacht, okay. Ja, also ich denke, Leute, das sollte erstmal ausreichen und ich habe keine Ahnung, wo das Skelett hin ist. Ich habe aber auch das Gefühl, das kommt gleich jeden Moment, Leute. Wir bereiten schon mal drauf vor jetzt hier. Das müsste eigentlich alles soweit passen. Ich habe halt jetzt auch leider auch kein Essen, merke ich gerade, ne? Ansonsten, was haben wir jetzt hier noch? Wir könnten halt zur Not nochmal ganz kurz ein bisschen Steinfarm gehen und uns einen Ofen machen. Dann könnten wir mit dem Holz halt ein bisschen Holzkohle machen und das Eisen schon mal braten, damit wir uns gleich krassere Waffen bauen können. Ich würde sagen, ich gehe mal ganz schön noch ein bisschen Steinfarm, Leute. Ziehen wir uns gleich wieder. Okay, ich war jetzt ein bisschen Stein holen, Leute. Das heißt, wir machen uns jetzt hier schon mal einen Ofen, placen den hier hin und machen hier schon mal Holzkohle, damit wir gleich hier das Eisen braten können. Und ich habe das Gefühl, dass gleich das Skelett auftauchen wird, ich sag euch ehrlich. Also wir müssen da auf jeden Fall schauen. Da oben sind Schweine. Leute, wir müssen die Schweine schnell killen, damit wir ein bisschen Essen auch bekommen. Wir haben gleich kein Essen mehr. Wir müssen die Schweine jetzt hier killen. Ach, komm schon, ich darf die Munition nicht verschwenden. Ich mach das mit dem Knochen jetzt. Komm schon, Knochen. Knochen, Mann, komm schon. Okay, das erste Schwein haben wir, Leute. Okay, komm schon, das letzte jetzt. 11 Fleisch, Leute. Ich würde sagen, die braten wir schnell. Und dann müssen wir uns echt beeilen, weil ich glaube, das Skelett kommt gleich, Leute. So, okay. Dann esse ich erstmal was, würde ich sagen. Ich würde sagen, ich bereite mich jetzt darauf vor. Waffe sitzt. Das sitzt auch alles. Aber warte mal, was haben wir hier eigentlich noch? Und warum haben wir hier einen Fan? Was ist das denn? Ah, lol. Oh, das müssen wir eigentlich auch noch mit einbauen. Aber egal, wir haben keine Zeit mehr. Ich glaube, das Skelett kommt gleich schon, Leute. Ich würde sagen, Leute, wir fangen jetzt schon mal an, hier das erste Eisen zu braten. Damit wir gleich noch krassere Waffen machen können. Falls das Skelett gleich schon auftauchen sollte. Das Skelett ist schon da. Ich hab mich gerade so erschrocken. Oh mein Gott. Leute, das Skelett... Bam! Bam! Oh mein Gott, Leute, das Skelett ist da. Mann, stirb doch, Mann. Komm schon. Leute, das Skelett... versucht in die Base einzudringen. Was geht hier ab, Mann? Was geht hier ab, Leute? Es ist auf unserer Base drauf, das Skelett. Bam, Junge. Nimm das. Bam. Oh mein Gott. Jo, scheiße, ist das Skelett stark. Das Skelett ist übertrieben OP, Leute. Wir müssen nachladen. Leute, die Pistole reicht nicht aus. Wir brauchen eine krassere Waffe. Das Skelett ist hier vor uns im Haus. Komm schon. Leute, wir müssen jetzt irgendwie unsere Fans hier aufbauen. Wir müssen das Skelett irgendwie weiter weg in unserer Base kriegen. Ich würde sagen, ich baue jetzt mal ganz kurz die Fans hier auf. Drücken wir das Skelett auf jeden Fall von der Base weg, weil das muss auf jeden Fall einen krasseren Abstand kriegen, weil sonst gehen wir hier echt noch down, Alter. So, Leute, ich habe jetzt die Fans aufgebaut, habe das Skelett jetzt weggedrückt. Das hat jetzt hier irgendwelche komischen Knochen fallen lassen. Da kommt es wieder. Oh mein Gott, oh mein Gott. Digga, das trifft mich aber auch durch alle Wände durch, Mann. Das Skelett kommt schon wieder. Das kommt schon wieder. Ey, diese Fans bringen nichts, Leute. Wir müssen irgendwie die Base abzäunen. Ja, das Skelett. Nein. Bam. 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 Komm schon, jetzt stirb endlich. Oh nein. Mein Gott, nein. Oh mein Gott, ich muss rein. Ich muss rein. Ich muss rein. Oh mein Gott. Okay, Leute, das reicht nicht aus. Das Skelett dringt trotzdem immer näher an die Base ran. Das bricht hier gleich noch ein, Alter. Wir müssen noch irgendwas bauen. Das darf hier nicht näher kommen. Aber hier ist nichts mehr. Hier muss noch irgendeine Truhe versteckt sein, Leute. Das schaffen wir sonst nicht. Komm schon, bitte. Wir brauchen noch irgendwas, Mann. Das schaffen wir sonst nicht. Komm schon, Mann. Ey, komm schon, bitte. Hier muss doch irgendwas sein. Irgendwo. Oh mein Gott, Leute, da ist noch eine Truhe. Ja, wir haben hier noch mehr Materialien, Leute. Sehr gut. Das heißt, wir können unsere Base auf jeden Fall upgraden. Ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich das Skelett nochmal hier irgendwie abgelenkt bekomme, dass ich die Base ein bisschen erweitern kann. Ich würde sagen, Leute, lock das Skelett jetzt erstmal schnell weg hier und dann bauen wir hier erstmal schnell unsere Base weiter. Komm schon, fang mich doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss es irgendwie austricksen. Ich hab
ein halbes Herz, Leute. Oh mein Gott. Komm schon. Jetzt hier hoch. Und jetzt, ich muss jetzt irgendwie das Skelett austricksen, Leute. Irgendwie muss ich jetzt hier wegkommen. Komm schon. Oh mein Gott, ein halbes Herz. Okay, Leute, ich kann jetzt durch den Dschungel durch. Und lenkt das Skelett erstmal ab. Oh mein Gott, Leute. Ich habe jetzt schnell, solange das Skelett weg war, die Base hier erweitert. Ihr seht schon, überall noch, eins draufgesetzt. Und den restlichen Blöcken so einen kleinen Turm hier gebaut. Ihr seht das. Und jetzt können wir quasi hier hoch und können von hier oben quasi, ich sag mal, jetzt hier viel besser schießen. Ich gucke mal, was das Eisen macht, Leute. Mit der Pistole schaffen wir das nicht. Wir brauchen eine bessere Waffe. Hier 23 Eisen. Können wir damit schon irgendwas bauen? Okay, für die Minigun reicht es noch nicht. Wir können fast die Assault Rifle bauen. Da brauchen wir aber 28 für. Wir müssen noch ein bisschen mehr Eisen machen. Leute. Ich würde sagen, ich schaue erstmal ganz kurz, wo das Skelett ist, weil bisher sehe ich das nirgends. Sage ich ehrlich. Macht mir gerade ein bisschen Angst. Okay, dann gehe ich erstmal oben gucken. Vielleicht sehe ich ja von oben irgendwas. Okay, also eigentlich, hier sieht alles. Oh mein Gott, da ist es. Leute, es ist da. Er versucht schon wieder zu schießen, der Kleine. Komm schon. Bam, Junge. Komm schon. Nein, ich muss nachladen. Ich bin vergiftet. Nein. Ich muss nachladen, Leute. Komm schon. Lad nach. Schneller, schneller, schneller. Wir haben auch bald keine Pistolmunition mehr. Wir brauchen auch für das Gewehr, glaube ich, neue Munition. Ansonsten... Oh nein, das Skelett ist weg, Leute. Ich sehe es nicht mehr. Oh nein. Das läuft bestimmt wieder irgendwo um die Base rum, Leute. Oh Gott, da ist es. Geh weg, Junge. Was willst du, hä? Was willst du, Junge? Bam, bam, bam. Okay, komm schon. Wir haben jetzt genug Eisen, endlich. Wir können uns jetzt die Assault Rifle machen. Ja, komm schon. Ja, Leute, wir haben die Assault Rifle. Wir brauchen neue Munition, Leute. Wir brauchen neue Munition. Wir müssen das Skelett irgendwie mal weglocken, Leute. Komm. Ich lock das nochmal weg irgendwie. Okay, komm schon, jetzt hier drüber. Digga, Leute, ich habe ehrlich keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir haben jetzt hier Assault Rifle. Aber okay. Ich bin echt gespannt, ob die stark ist. Aber wenn ja, da ist es. Komm hier. Oh mein Gott. Was macht er denn? Er ist drüber gesprungen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, er übertreibt komplett. Das Skelett springt jetzt einfach, okay. Tut mir leid. Hä? Was los, Junge? Komm doch her. Bam! Oh mein Gott! Lass mich rein! Digga, wie stark ist das Skelett denn bitte? Leute, ich habe das Gefühl, wir schaffen das so nicht. Komm schon, die Assault Rifle. Komm schon, gib alles, Mann. Wo ist das Skelett? Das ist irgendwie in die Base eingedrungen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ich muss gucken. Ich habe keine Ahnung, wo das Skelett ist, Leute, gerade. Irgendwo hier unten. Da unten, okay. Komm. 3, 2, 1. Digga! Wie viel hält das Skelett denn aus, Alter? Ich bin vergiftet. Oh mein Gott. Ich habe gleich kein Essen mehr, Leute. Oh mein Gott, Digga. Leute, wir brauchen die Minigun. Wir brauchen bessere Waffen. Wir brauchen neue Munition. Komm schon. Wir brauchen neue Munition. Komm schon. Basic Ammo. Eisenklumpen und Schwarzpulver. Okay. Eisenklumpen und Schwarzpulver. Okay, komm schon. Ja, wir haben 32 Schuss wieder. Das sollte erstmal reichen, Leute. Okay, wir laden nach. Wir müssen das dann irgendwie wieder rauslocken, Leute. Ich würde sagen, Leute, ich renne jetzt nochmal raus. Und ich muss irgendwie... Ich glaube, ich habe hier noch ein paar Zäune. Ich muss das irgendwie noch besser schützen. Irgendwas muss ich noch machen. Das Skelett darf hier auf keinen Fall drüber kommen. Wir müssen noch irgendwas bauen, damit das Skelett hier nicht drüber kommt. Ich weiß nicht, Leute. Vielleicht haben wir ja Glück. Und hier ist noch irgend so eine geheime OP-Truhe versteckt. Weil ich weiß sonst nicht, wie wir das schaffen sollen. Ich sag euch ehrlich. Ja. Oh, danke. Oh, ich will ganz viele Laser. Okay, das ist wichtig. Wir haben hier ganz viele Laser. Ich würde sagen, damit können wir auf jeden Fall unsere Base schon mal um einiges besser schützen. Ich nehme jetzt einfach noch ein paar Blöcke hier raus. Und dann baue ich jetzt hier so eine Laserwand hin, Leute. Ich muss nur darauf achten, wo das Skelett schon wieder hin ist. Das Skelett campt hier, glaube ich, irgendwo. Das ist ein normales Skelett. Das Mutantenskelett ist gerade weg, Leute. Okay, sehr gut. Das heißt, wir können jetzt hier einmal um unsere Base herum noch was bauen. Aber erstmal müssen wir hier das Skelett besiegen. Okay, gut. Ich baue jetzt hier ringsrum wie so eine Laserwand. Genau so. Zack. Okay, ich habe jetzt hier überall so Laserpanels befestigt. Und jetzt nehmen wir uns hier die Steine und machen meinetwegen einfach jetzt, keine Ahnung, statt dem Holz hier jetzt so, ja, so Steine hin. Und dann verbinden wir einfach den Laser jetzt hier einmal. Achtung, ich zeige euch das. Zack. Kommt jetzt hier ran. Genau. Okay. Das gleiche machen wir jetzt hier nochmal. Zack. Der kommt hier ran. So, okay. So, hier auch noch einen Laser ran machen auf jeden Fall. Genau, okay. Also ich denke, das sollte auf jeden Fall schon mal helfen, dass das Skelett nicht mehr einfach so reinspringen kann. So, komm, jetzt hier auch nochmal. Okay, also ich denke, das hilft auf jeden Fall dabei, um die ganze Base hier noch ein bisschen sicherer zu machen. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal jetzt hier noch ringsrum um die Base. Ich denke, das macht hier auf jeden Fall noch um einiges sicherer. Und dann hoffe ich, dass wir uns gleich die Minigun bauen können. Weil ich glaube, die Minigun, die ist nochmal um einiges stärker als alle anderen Waffen bisher. Ansonsten bauen wir auch hier jetzt nochmal ein Laserpanel ran, würde ich sagen. Komm, so, genau. Einmal hier ran. Das hilft uns, denke ich, auf jeden Fall dabei,
ja, die Base noch ein bisschen sicherer zu machen. So, jetzt auch hier nochmal Laser ran, zack. Okay. Sieht auf jeden Fall ganz lustig aus. Mit diesem Laser jetzt hier rum. Okay, jetzt müssen wir noch irgendwie hier durchkommen. Ich den Laser rein. Ja, ansonsten schaue ich jetzt mal. Wir haben noch Holzkohle. Okay, dann machen wir das jetzt hier rein. Und machen jetzt hier neues Eisen auf jeden Fall. Und ansonsten schaue ich mal, wo das Skelett ist. Ansonsten haben wir auch noch Granaten und ein Scope. Das Scope können wir eigentlich direkt mal an sich auf die Assault Rifle drauf machen, oder? Aber ansonsten, wo ist das Skelett eigentlich schon wieder hin? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wo das Skelett ist, Leute. Aber ich würde sagen... Oh nein. Es kommt wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte nicht. Bitte. Komm schon. Wir müssen jetzt... Ja, es läuft durch den Laser durch, Leute. Ja, ja, komm schon. Lauf durch. Ja. Ja. Okay, Leute. Ihr seht, es wird dunkel. Und das Skelett. Komm, ja, lauf doch durch die Laser durch. Ja, komm, lauf doch durch. Ja. Leute, komm hier, nimm das. Bam, bam. Ja. Komm schon, lauf durch. Ja, lauf durch die Laser durch. Ja, komm. Leute, die Lasertürme sind so wichtig. Ja, das Skelett ist gleich tot, Leute. Jedenfalls müssen wir doch jetzt eigentlich die Minigun bauen können. Bitte, bitte, komm schon. Ich will die Minigun haben. Ah nein, stimmt. Wir brauchen mehr. Egal, wir brauchen mehr Eisen. Also wie viel brauchen wir denn? 38. Okay, 31 haben wir noch drin. Das schmelzen wir alles. Und ich denke, das Skelett, was macht das Skelett da drüben? Komm schon. Ich werfe einfach eine Granate jetzt, Leute. Komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was habe ich getan? Leute, ich habe meine Base gesprengt. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, das war so ein Fehler. Ja. Komm. Bam. Komm, noch eine Granate hinterher, Leute. Komm. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich sterbe, Leute. Ich habe alle Granaten verworfen. Das Skelett kommt. Leute, wir müssen Rückzug machen. Unsere Base ist gesprengt. Das Skelett ist noch da. Wegen dieser dummen Granate, Leute. Ich hatte keine Ahnung, wie ich die werfen soll. Ansonsten, wir müssen noch kurz durchhalten. Dann können wir uns die Minigun bauen. Und ich denke, mit der Minigun haben wir auch, denke ich, eine Chance gegen das Skelett. Ansonsten, das Skelett ist da unten gerade aktuell, ich glaube, ne? Komm schon. Ich baller jetzt einfach mit dem Gewehr nochmal ein bisschen drauf. Zack, 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 zack. Digga, das hält so viel aus. Wir haben keine Munition mehr. Leute, ich habe nur noch 11 Schuss, Mann. Wir brauchen jetzt endlich die Minigun. Komm schon, die letzten 11 Schuss. Das hält so viel aus, Mann, Leute. Ich habe keine Munition mehr. Wir haben noch 10 Schuss in der Pistole. Die können wir noch machen. Bam, bam, bam. Komm schon. Bitte sterb endlich. Egal, Pistole bringt nichts, Leute. Pistole macht zu wenig Schaden. Wir haben keine Munition mehr. Jedenfalls hoffe ich, dass wir jetzt endlich die Minigun bauen können. Ey, komm schon. Leute, wir brauchen noch 7 Eisen. Dann können wir die Minigun bauen. Das Skelett ist da. Verstecken uns einfach so lange, Leute. Wir verstecken uns einfach so lange. Komm schon, das müssen wir schaffen. Bisher schaut es gut aus, Leute. Unsere Basis ist zwar komplett zerstört, aber egal. Das Skelett ist noch da. Wir verstecken uns einfach hier so lange. Komm schon, die letzten paar Eisen noch. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Das Skelett sieht uns nicht. Wir sind gut versteckt hier auf jeden Fall. Hinter diesem letzten Balken hier. Wenn wir die Minigun haben, gewinnen wir das. Ja, es läuft weg. Es läuft weg. Jetzt können wir gleich in Ruhe unsere Minigun bauen. Komm schon, noch. Noch. Ich weiß nicht, wie viel Eisen brauchen wir noch? Noch 2 Stück. Komm schon. Noch eins, Leute, noch eins, dann können wir die Minigun bauen. Das Skelett ist noch da, Leute. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Aber die Minigun wird uns helfen, endlich aus diesem Schlamassel hier rauszukommen. Komm schon. Ja, ja, Minigun. Ja. Okay, jetzt brauchen wir noch Munition, Leute. So. Reicht normale Munition? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon, oder? Reicht normale? Oh Gott, das Skelett ist da, Leute. Okay. Normale Munition reicht, Leute. Sehr gut. Wir müssen gleich ein bisschen mehr hier machen. Okay. Das war das Maximum, was wir uns machen konnten. Komm. Ich lade komplett die Minigun jetzt voll. Und dann gehen wir auf das Skelett voll drauf, Leute. Komme, was wolle. Okay. Die Minigun ist voll. Ich esse jetzt mal was, dass ich volles Leben bekomme. Und dann gehe ich hier so drauf, Leute. Wir gehen jetzt so auf das Skelett drauf mit der Minigun. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Bam! Nimm das! Ja! Let's go! Oh mein Gott, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft mit der Minigun. Haben wir das Mutant-Skelett besiegt. Lasst dafür auf jeden Fall ein dickes Like da. Lasst ein Abo da. Ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.